Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Channel. Ewigkeiten kein Video, komme ich später dazu, warum. Nichtsdestotrotz zeige ich euch heute mal unser Büro und so ein bisschen den Alltag und was ich eigentlich den ganzen Tag so mache. Von daher, auf geht's! Wie ihr noch seht, das neue Auto, hier mache ich auf jeden Fall auch mal ein Ruhenvideo drüber. Der kriegt jetzt nächste Woche noch Steinschaltfolie. Und zwar vorne auf dem Kofferraumdeckel, Stoßstange, klar, Spiegel und sowas. Aber da mache ich auch in Ruhe mal ein Video drüber. Der macht sich gerade ganz gut in der Sonne. Aber jetzt gehen wir erstmal hoch, da geht's hier rein und dann zeige ich euch das Büro. Auf geht's! Bei oberster Etage angekommen, hier geht's jetzt rein in unser wunderschönes Büro. Und da gehen wir jetzt auch mal hin. Unser Eingang, heute ist Samstag, ist keiner da, da gehen wir mal rein in die gute Stube. Wir stehen im Büro, im Eingang und genau deswegen, weil ich halt immer sage, ich bin im Office, Office-Tag, was auch immer, wollte ich das überhaupt mal zeigen. Ne? Also wie sieht das Ganze hier aus, wie sieht mein Arbeitsplatz aus und das zeige ich euch jetzt mal, aber vorher gibt es eine kleine Office-Tour. Von daher, auf geht's. Schon gesagt habe, wir stehen im Eingang und ihr seht schon, da ist eins. Es gibt noch eins, ein Skateboard. Warum haben wir überhaupt Skateboards hier? Ihr seht das ja öfters mal in der Story. Ganz einfach aus dem Grund, weil von da hinten, ne, da sitzen wir, bis zur Küche. Oh, wir müssen ein Pfand wegbringen. Ja, bis zur Küche. Oder bis ins Bad. Ja, wir müssen noch Pappe wegbringen. Also bis ins Bad. Ist einfach zu weit. Also zu laufen jedes Mal. Deswegen fahren wir immer diesen Weg mit dem Skateboard. Schöner glatter Boden. Hätte man sich früher als Skater noch richtig darüber gefreut. Aber deswegen sind die Skateboards hier. So, dann geht es hier weiter. Hier ist unser Essensbereich. Sprich, hier machen wir unsere Mittagspause. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz aus dem Fenster. Das ist nämlich echt gut gelegen hier, unser Büro. Denn wir haben da unten direkt Lidl. Das heißt, wir gehen nur hier unten raus, können dann in den Lidl rein unser Mittagessen machen. Beziehungsweise hier machen wir unser Mittagessen. In der kleinen, ja, sieht aus wie eine Männer-WG. Das ist unsere Küche. Gestern hatten wir hier einen kleinen Geburtstag gefeiert. Deswegen steht hier noch so viel Fusel. Sonst steht der natürlich nicht hier. Und sonst haben wir hier das wichtigste Utensil, unsere Kaffeemaschine. Hier muss dringend mal eine neue, schöne hin. Da haben wir noch einen Reiskocher, der ist auch immer wichtig. Aber sonst kochen wir halt hier mittags und essen halt da zum Mittag. Also, das ist unsere Küche. Jetzt geht's weiter. Jetzt gehen wir nämlich mal in den Hauptbereich quasi, den größten Bereich. Also wie gesagt, da war das Bad. Und hier stehe ich jetzt in unserem, ja, wir haben quasi einen großen Raum. Und hinter mir ist jetzt so ein Meetingtisch, den haben wir uns mal geholt gehabt, zeige ich euch noch kurz. Den haben wir im Möbelhaus Düsseldorf geholt mit diesen Stühlen, sehen echt richtig cool aus. Und hier kann er, setzt man sich mal hin, wenn man in Ruhe telefonieren will oder halt in den Essensbereich da hinten. Aber hier sind wir halt, wenn wir mal ein bisschen Ruhe brauchen und sonst seht ihr schon, das Ding ist halt riesig. In Summe sind es knapp 300 Quadratmeter. Hier haben wir unseren kleinen Wohnbereich, haben so eine Chesterfield Couch damals bei eBay Kleinanzeigen geschossen. Die ist auch echt richtig schön geworden. Und da ist unser neuer Fernseher, den haben wir auch noch gar nicht so lange, das ist dieser LG Wallpaper TV. Guck dir das mal an, habe ich schon öfters mal gezeigt, wie flach das Ding ist. Unfassbar. Dann steht hier normalerweise auch eine Playsy und halt auch ab und zu der Rennsimulator. Den kennt ihr auch schon, den stellen wir dann dahin und fahren dann da ein bisschen in den Nürburgring. Hier hängt unsere alte, sprich aktuelle Forage-Kollektion. Die Jacke kennt ihr ja schon, die Camo-Jacke, die Lederjacke. Der Rest sind eher ältere Dinge. Die Kleiderstange haben wir uns selber gebaut. Das ist einfach so ein Alu-Profil aus dem Bauhaus mit so Stahlseilen. Und dann haben wir das auf beiden Seiten gemacht. Und das war, oder sieht, zumindest finde ich ganz cool aus. Dann geht es halt weiter. Also hier ist so der Wohnbereich. Und hier haben wir uns halt gerade für die Online-Shop-Fotos und sowas alles ein richtig vollwertiges Fotostudio gebaut. Sprich mit Rollhintergründen, mit Softboxen, mit Blitzen. Ich zeige euch das mal. Also so sieht das aus. Dann rollen wir halt da in den verschiedenen Hintergrund, je nachdem welche Farbe wir brauchen, runter. Hier machen wir am meisten mit. Das ist die größte Softbox. Hier machen wir die Fotos für den Online-Shop.
Hier gibt es halt noch so Blitz-Equipment, da so eine Neonröhre in verschiedenen Farben. Da macht der Sergio öfters mal was mit. Aber hier machen wir halt alles für den Online-Shop, für die Marke Forage. Und dann sind wir eigentlich schon in dem Bereich angekommen, wo wir eigentlich sitzen. Hier sitze nicht ich, hier sitzt der Sergio. Das sieht man schon auf dem schönen iMac Pro. Da ist hier jeder neidisch drauf. Das ist echt ein mega Ding. 128 GB Arbeitsspeicher. Sergio ist auch derjenige von uns, der so am meisten Ahnung von dem ganzen Technischen hat. Den fragen wir immer, ist das Orakel quasi. Also wenn jemand Ahnung hat oder wenn jemand Fragen hat zum Thema, hey Sergio, Photoshop, wie geht das und das? Sergio weiß es immer. Dann geht's schon weiter. Hier sitzt der liebe Costa. Hier ist so die Druckerecke. Auch so ein bisschen Buchhaltungssachen. Oh, das Ding muss ich euch noch eben zeigen. Das ist unser E-Roller. Mit dem fahren wir mal zur Post. Oder zu Lidl, wie man sieht. Obwohl Lidl ist nicht so weit, aber eher zur Post. Dann haben wir hier, wie gesagt, den Arbeitsplatz von Costa. Costa arbeitet mit einem Monitor, hat dann da sein MacBook stehen. Wir haben alle die gleichen Schreibtische von Ikea. Das sind so schwarze Platten, einfach mit den Ständern runter. Die waren echt billig und sehen in dem weißen Studio echt cool aus. Hier sitzt der liebe Sandro, arbeitet auch mit einem Monitor. Und auch den gleichen Tische. Und dann kommen wir schon zu meinem Arbeitsplatz. Und zwar sitze ich, Moment, hier. Ich arbeite mit zwei Monitoren. Habe ich mir einfach angewöhnt. Damals finde ich auch wesentlich produktiver. Ich habe hier einen alten iMac stehen und da ist halt so ein Aizo spezieller Fotobearbeitungsmonitor, der ja, meiner Meinung nach nicht unbedingt notwendig war. Also ist echt, benutze ich gar nicht so oft. Aber einfach um mit zwei Monitoren zu arbeiten, ist das Ganze schon echt cool. Kaffeetasse natürlich immer am Start. Hier ist mein zweiter Schreibtisch. Da steht das MacBook, mit dem ich halt immer reise. Und so sieht dann halt schon unser Büroteil hier aus. Also wenn ich sage, ich bin im Büro, dann sitze ich den ganzen Tag hier rum und mache halt so Sachen wie ja, viel E-Mail-Zeug, Telefonate, Abstimmen. Andererseits bin ich aber fast noch eine One-Man-Machine. Also ich habe eine Dame angestellt, die macht mein Management und sowas. Aber sonst ist halt alles noch Sachen Content mache ich selber, sprich auch das Videothema. Aber da komme ich gleich nochmal zu sprechen, warum so lange kein Video online war und was ich jetzt in Zukunft hier machen werde. Aber wenn ich jetzt zukünftig sage, ich sitze im Office, ich war den ganzen Tag im Office, dann wisst ihr, ich war hier. Und ist echt ein schönes Büro, also macht unheimlich viel Spaß hier zu sein. Verbringe auch viel Zeit hier, wenn ich dann hier bin, sprich ja, Samstag und Sonntag eigentlich auch. Wie ihr jetzt seht, heute ist Samstag, bin ich trotzdem hier. Aber es macht auch Spaß. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, Samstag im Büro, scheiße. Weil wenn man das sieht, dann ist das ja echt eine ganz coole Atmosphäre hier und macht echt Spaß. Hier ist noch eine ganz wichtige Sache. Unsere Flipchart, nicht das Bügeleisen, sondern die Flipchart, die wird für ganz, ganz wichtige Dinge genutzt. Nämlich um die Rekordzeiten im Simulator auf dem Fernseher aufzuschreiben. Hier gibt es nämlich ganz, ganz krasse Battle. Nico ist übrigens unser Student, der sitzt hier. Gegenüber von Sergio. Der macht viel für die Marke. Da ist der Nico echt Gold. Und jetzt werde ich auf jeden Fall noch mal kurz erzählen. Ich setze mich jetzt mal hin und quatsche noch was in die Kamera. Erzähl mal, was in Zukunft hier kommen wird und warum so lange nichts kam. Wo meiner Meinung nach die Schwierigkeit liegt, alles zu machen. Ne? Das ist nämlich gar nicht so leicht. Aber erzähle ich euch jetzt mal. Und dann war es das auch fürs erste Video. Von daher, bis gleich. Da sitze ich schon an meinem Arbeitsplatz, den ich euch gerade gezeigt habe. Ja, warum in letzter Zeit so wenig kam, in letzter Zeit sind dann doch ein Jahr, warum ich so lange nichts hochgeladen habe. Also wie ihr wahrscheinlich bei den anderen Videos hier drunter vielleicht mal gesehen habt, ich habe es auf Englisch probiert, ist halt irgendwie ein bisschen, verhaspelt man sich oft und ich war so oft am Neuaufnehmen und ist irgendwie doch nicht das Wahre. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt auf Deutsch machen. Allein schon aus dem Grund, weil ich immer die Problematik habe, dass wenn ich irgendwo bin, dann habe ich immer das Problem, das ist vielleicht auch mein Problem, da muss ich irgendwann mal arbeiten, dass ich einfach nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Soll ich eine Story machen? Mache ich zuerst mein Foto? Mache ich zuerst überhaupt Fotos für andere Sachen? Mache ich ein Video? Mache ich B-Roll-Aufnahmen? Filme ich Sachen redundant? Also mache ich einfach erstmal mit YouTube, sage ich mal, ein Video und dann mache ich das gleich nochmal in Stories. Da komme ich mir auch blöd bei vor. Und vor allem denken alle anderen, die dann da sind, meistens ältere Journalisten, beispielsweise auf den Porsche-Events, auch der Junge hat es nicht mehr alle, ja. Er rennt die ganze Zeit mit dem Handy hier rum und hat noch keinmal Hallo gesagt. Einfach aus dem Grund, weil ich kaum Zeit habe, weil ich ja alles irgendwie machen will, muss, etc. So, und das ist einfach das Problem oder die Problematik, die ich halt in letzter Zeit hatte, wo ich immer gesagt habe, mach lieber eins, das dafür besser und nicht alles und am Schluss ist der Mischling und nichts ist richtig gut. So, das war das Problem. Das hatte ich nämlich leider oft, dass ich gesagt habe, so, jetzt wollte ich ein Video machen und dann fehlte mir irgendwo eine, zwei Sequenzen, wo das ganze Video dann keinen Sinn mehr gemacht hat, weil ich es einfach nicht geschafft habe von der Zeit her. Und dann hing ich da und habe gesagt, toll, kein Video. Fotos waren jetzt auch nicht die besten. Scheiße.
So, und da muss ich einfach an mir selber arbeiten, dass ich sage, so, okay, wenn ich das mache, dann mache ich halt Priorität. Video oder halt Fotos oder ich versuche trotzdem beides, aber krieg's dann hin. I don't know. One-Man-Show ist manchmal nicht einfach. Gut, deswegen seid da ein bisschen gnädig mit mir, gerade jetzt am Anfang nochmal. Ich fange ja nicht das erste Mal mit YouTube an, aber ich finde, wir können trotzdem noch sagen, ich fange nochmal an. Ja, ich hoffe, euch hat es so allgemein gefallen. Ich werde euch in Zukunft auch Sachen zeigen, die viel behind the scenes, also so Sachen wie, bin ich auf Events und zeige euch trotzdem mal nicht nur das, was da ist, sondern auch ein bisschen, was dahinter steckt, sprich Organisation, wie das aussieht, was man da macht. Sowas finde ich selber ganz interessant. Ja, und ansonsten, klar, Auto haben viele nachgefragt. Sprich, neuer GT3 ist da, zeige ich auf jeden Fall auch noch in der nächsten Zeit. Freue ich mich auch schon tierisch drauf, kriegt jetzt noch eine, wie ich schon gesagt habe, eine Steinschlagfolie. Dann geht es damit auch öfters mal auf die Rennstrecke, das wird auch geil. Ja, und ansonsten stehen auch wieder viele Reisen an, jetzt bald eine Rallye beispielsweise. Meinen prominenten Beifahrer, den darf ich noch nicht verraten, aber werde ich bald. Werde ich natürlich auch versuchen, ein Video darüber zu machen. Da geht es dann mit dem 918 Spider auf eine Rallye. War ich auch noch nie, bin ich mal gespannt. Und sonst halt auch wieder unheimlich viele Reisen und coole Dinge, wo ich glaube ich echt euch auch mitnehmen kann und was irgendwie auch echt interessant ist. Von daher freue ich mich drauf und ich gebe mein Bestes. Ne? Nicht nur erzählen, sondern auch was machen. So, jetzt werde ich hier weitermachen und ich hoffe, ich habe das erste Video hier, das erste, nennen wir es mal das erste Video, einigermaßen gefallen. Ich muss natürlich selber an mir arbeiten, es wird auch bestimmt in Zukunft besser werden. Aber würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir so einen Daumen nach oben. Vielen lieben Dank und erstmal ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.